Schloss war das? Ah, da oben. Ja, da ist er. So schön. Ich hoffe, du wurdest nicht genervt wegen zu vielen Aufnahmen. In Deutschland soll das 9-Euro-Ticket auf Anfang nächstes Jahr einen Nachfolger erhalten. Darauf haben sich Bund und Länder geeinigt, wie der Verkehrsminister bekannt gab. So, geplant dann ist ein 49-Euro-Ticket, das deutschlandweit genutzt und monatlich gekündigt werden kann. Die Finanzierung ist jedoch noch offen. In den USA sind die Konsumentenpreise im September leicht gesunken. Die Jahresteuerung lag bei 8,2%, wie das US-Arbeitsministerium mitteilt. Im August lag sie bei 8,3%.